Sabine Reier, guten Morgen. Guten Morgen. Frau Reier, CT-Künstlergruppe, muss man immer mal ein bisschen nachfragen, ist eine Künstlergruppe, die sich zur Aufgabe gemacht hat, in Frankenberg Philipp Soldan mit einem Projekt bekannter zu machen. Genau so ist das. Wir haben gedacht, dass Frankenberg ja seit 2018 Philipp Soldan Stadt ist, den Zusatz hat und dass doch die meisten Menschen vielleicht noch nicht so richtig wissen, wer Philipp Soldan war und was er einfach für tolle Sachen gemacht hat. Jetzt hatten Sie es eben angesprochen, Philipp Soldan Stadt, Frankenberg nennt sich so, einer der bekanntesten Söhne der Stadt Frankenberg, aber oftmals nur Eingeweihten bekannt. Dabei war er doch wie viele Künstler, Handwerker seiner Zeit ein Multitalent. Ja, er war vor allen Dingen Formschneider, also er hat die Formen geschnitzt, von denen dann die Abdrücke gemacht wurden. Dann hat er in Stein gemeißelt. Er wird auch als Baumeister geführt und er hat auch gemalt, zwei Totenschilde, zwei runde Holzplatten bemalt, sind hier im Museum auch. Und natürlich hat er die Balkenköpfe geschnitzt. 32 Balkenköpfe, die in der Liebfrauenkirche installiert waren, dann abgebaut wurden. 30 sind hier in Frankenberg, 2 in Marburg im Museum. Wir gehen gleich mal in das Heimatmuseum hier der Stadt, des Kreis Frankenberg, das ist das Kloster Georgenburg. Philipp Soldan hatte eine enge Beziehung zum Kloster Haina. Ja, der hat ja den tollen Philippsstein gemacht. Das ist also ein ganz sensationelles Teil. Riesig groß, wird gar nicht so deutlich auf den Abbildungen, die man sieht in den Büchern. In Stein gemeißelt und farblich gestaltet. Sie hatten es angesprochen, er hat auch die Holzmodeln gemacht in Haina bzw. Ortsdamm wie Hüttenrode und so weiter, weisen ja darauf hin, dort wurde Eisen verhüttet und auch gegossen und diese Ofenplatten waren ja richtig wertvoll, wo er die Vorlagen dafür gemacht hat. Ja, das waren bestimmt Öfen für wohlhabende Kandidaten, ganz klar, das kann man sich vorstellen allein. Die Schnitzerei, das zu machen und natürlich auch der Guss aufgrund des Verbrauchs an Holzkohle, also dann an Holz und an Eisen. Ja, wir gehen gleich mal ins Heimat oder ins Museum und gucken uns weiter um. Vielen Dank bis dahin. Ja, alles klar. Also jetzt sind wir hier im Heimatmuseum, im Museum im Kloster, im ehemaligen Kloster St. Georgenburg. Hier in Frankenberg sind die meisten Exponate von Philipp Soldan, die arbeiten hier zu sehen. Die Balkenköpfe, die Ofenplatten und zwei Totenschilde sowie eine aus Stein gehauene Justitia, die hinten steht. Ja, und hier haben wir auch einige von unseren Arbeiten zum Projekt Philipp Soldan ausgestellt, kombiniert direkt mit den Arbeiten von Philipp Soldan. Im Kreuzgang und auch in der Mauritiuskapelle sind noch von jedem eine Arbeit zu sehen.